Was geht ab, meine OZ-Fighters? Und heute haben wir die Infos und Details der Golden Week Charaktere bekommen für Global und JP. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wir schauen uns gleich alle Informationen und Details an. Die haben bis dato noch kein genaues Release-Datum, aber in 2 bis 3 Tagen sollten die Charaktere erscheinen für Global und auch JP. Was wir jetzt hier wissen, ist folgendes, Freunde. Wir bekommen ein Dokken Awaken von dem Strength Rildo. Endlich, nach all den Jahren. Wir schauen uns die Infos und Details, wie gesagt, gleich an. Wir haben einen Nebencharakter Trunks GT mit Goten GT. Wir haben noch einen Nebencharakter an der Stelle mit Goten GT, Gohan GT. Wir haben einen Hauptcharakter im Duel Dokkan Festival, nämlich mit dem Super Saiyan Vegeta GT. Und wir haben hier einen oder den anderen Duel Dokkan Fest Charakter Super Saiyan Goku GT. Wir schauen uns, wie gesagt, alle Infos und Details gleich an. Was mich aber auf jeden Fall brennend interessiert, sind hier an der Stelle erstmal die Animationen. Alles klar, let's go, Freunde. Schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Super Deck von dem Trunks und Goten. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das der Nebencharakter im Vegeta-Spanner sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er als Trunks GT anfängt. Und jetzt Vegeta's Animation. Super Attack-Animation hier, by the way. Oh. Okay, nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh. Okay. Okay. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, Freunde. Die Karte hat keine Transformation. Weder Vegeta noch Goku. Die Transformation ist quasi im Active Skill. Der Endscreen. Boah, mein Gott, wie brutal der animiert ist. Lass uns das von Goku mal anschauen. Lass uns erstmal das anschauen. Hey, oh, ist die schön fröhlich. Goten und Gohan. Nebencharakter in Goku's Banner. Wow. Wow. What? Wie geil seine Super Deck ist. Oh wow. Also der Anfang war geil. Ich denke, ihr wisst alle jetzt, welche Animation kommt im Active Skill. Ja. Oh mein Gott. Bam. Ja. Oh mein Gott. Schon geil. Wow, okay, ich sag mal folgendes. Das ist... Ich finde schon schade, dass sie keine Transformation haben. Da bin ich offen und ehrlich zu euch. Sie haben diese Transformation quasi im Active Skill verpackt. Es sieht schön aus, definitiv. Vom Opening, das von Goku, richtig? Ja, das sieht auf jeden Fall clean aus, so ist es nicht. Es hat die Frage, wie oft sieht man den Active Skill? Das werden wir gleich in den Infos in Teil 10. Ja, guck mal, das ist schon crazy. Geil, ey. Aber... Ah, okay, wie gesagt, es sind keine Transformationscharaktere. Der ist vom Physisch-Typus setztechnisch... Ja, in Ordnung auf jeden Fall. Gute HP tatsächlich. Vegeta hat geringen Angriff, so ist nicht. Defense gut, HP normal oder solide. Vom Intypus jedoch leider. Die Sache ist folgendermaßen, sie führen eine neue Kategorie ein, nämlich GT Hero. Er ist der Leader von GT Hero, gibt den Ki plus 3, HP, Attack und Defense 170% oder Vegeta Fam Ki plus 3, HP, Attack und Defense 150%. Goku ebenso GT Hero Ki 370% oder Goku Fam Ki 350%. Dadurch, dass sie sich nicht transformieren und so eine Kategorie wie GT Hero und GT Bosses hinzugefügt haben, haben sie wahrscheinlich so Transformationen noch aufgespart. Ich kann das schon verstehen, aber
Sie haben jetzt quasi etwas Neues gewagt, dadurch, dass sie keine. Also für die. Was Neues für Golden, für die Golden Week Charaktere. Ich muss das auf mich einwirken lassen, tatsächlich, dass sie keine Transformation haben. Artwork Tash erinnert mich das Ganze schon stark an Blazing tatsächlich. Dass man da im Hintergrund so die verschiedenen Stufen sieht, sowohl bei Goku als auch Vegeta. Aber gut, ihr lasst mich wissen, wie das Ganze findet, dass sie keine Transformation haben. Wir schauen uns aber mal an der Stelle die Infos und Details zu den Charakteren an. Die Übersetzungen sind an der Stelle von Cody, Shoutout an ihn, Link ist in der Beschreibung und Erdoka hat das Ganze zusammengefasst in Bildern. Und zwar haben wir, indem ich das Ganze aufnehme, noch nicht die Global-Übersetzungen, deswegen tue ich das Ganze, oder greife ich auf Übersetzungen zurück, um das Ganze so schnell wie möglich für euch rauszuhauen. Und genau, hier haben wir jetzt die Infos und Details von dem Super Saiyan GT Physisch Goku. Leader Skill, wie gesagt, GT Hero Ki 370% oder Goku Fam Ki 350%. Mit der Super Attack tut er greatly seinen Angriff für eine Runde erhöhen und die Verteidigung für eine Runde, macht immense Damage und tut greatly die Verteidigung des Gegners senken. Passive Skill, auf den Angriff hat er immer 180%, auf die Verteidigung immer 120%. Tut zufällig einen Typen von Keys in Rainbow Keys verändern, okay. Bekommt zusätzlich weitere 20% auf den Angriff pro Keys, den er einsammelt, wenn er eine Super Attack macht. Und bekommt zusätzlich 50% auf die Verteidigung pro weiteren GT Hero Katrui Charakter in der Runde, in dem angegriffen wird, also außerhalb von ihm selbst. Das heißt, er kann bis zu 100% sein, wenn die komplette Rotation aus GT Hero Charakteren besteht. Das ist echt eine brutale Passive, so ist es nicht. Linkskill Golden Warrior Super Saiyan Saiyan Lineage Kamehameha GT Prepare for Battle Fierce Battle. Gute Linkskills. Außer Golden Warrior, aber passt schon. Katrui GT Hero Pure Saints Goku Fam Super Saiyan Kamehameha Turtle School Great Ape Power. Ja, logisch, stimmt. Für Great Ape Power auch ein Buff hier an der Stelle. Ah, nicht schlecht. So, Active Skill Full Power Kamehameha kann man aktivieren. Launch a Super Attack more than. Kann man aktivieren, nachdem man mehr als 4 Super Attacks in dem Kampf gemacht hat? Das wird bei dem dauern, weil er auch durch die Passive keine Additional Super Attacks machen kann. Wenn du das machst, haben wir zum einen die geile Animation, zum anderen tut man massively den Angriff erhöhen temporär und macht Ultimate Damage. Den Active Skill kann man logischerweise einmalig aktivieren. Launch a Super Attack more than 4 times in a battle. Boah, das wird crazy. Ich meine, bei Int Broly sieht man das. Bei Int Broly ist es angenehmer, weil er bis zu 3 Additional Super Attacks pro Runde machen kann. Je nachdem, ob man Dupes bei ihm hat oder nicht. Aber der Boy kann halt einfach. Der kann keine Additional Super Attacks, ne? Durch die Passive. Puh, okay. Vegeta Intypus Super Saiyan Vegeta GT. Gibt durch den Leader Skill GT Hero Ki 3 170% oder Vegeta Fam Ki 3 150%. Mit der Super Attack tut er greatly seinen Angriff erhöhen und die Verteidigung für eine Runde. Macht immens, also greatly Angriff und nur Verteidigung erhöhen, so rum für eine Runde beides. Macht immense Damage und tut greatly die Verteidigung des Gegners senken. Hat auf den Angriff immer 180%, auf die Verteidigung 120%. Tut zufällig einen Typus von Ki in Rainbow Ki ändern. Und bekommt zusätzlich weitere Attack und Defense 10% pro Keystone, den er bekommt, wenn er eine Super Attack macht. Und bekommt weitere 50% auf den Angriff pro weiteren GT Hero Katrui Verbündeten in derselben Runde, in dem angegriffen wird. Link Skill Golden Warrior Prodigy Super Saiyan Royal Lineage GT Prepare for Battle Fierce Battle. Kategorie, ihr wisst ganz genau, kein Saiyan Pride today. Kategorie GT Hero Pure Saiyan Vegeta Fam Super Saiyan Worthy Rivals Prodigy Warrior Great A Power. Active Skill True Final Flash kann man auch aktivieren, nachdem man 4 Super Attacks gemacht hat. Man tut massively den Angriff erhöhen temporär und macht Ultimate Damage. Ich meine, dadurch, dass sie keine Transformation haben, wäre es halt geil gewesen, wenn man den Active Skill zumindest einfach triggern könnte. Also Freunde, die Sache ist die, damit sie ihren Active Skill aktivieren können, einmalig pro Kampf, müssen sie innerhalb eines Kampfes und 4 Super Attacks gemacht haben. Das tut weh. Denn sie selbst können keine Additional Super Attacks machen durch die Passive. Das heißt, klar, Skill Ops, Dupes und so fort, könnte man das machen, aber ob so oder so können sie dann, sagen wir mal, mit Dupes, nehmen wir mal 100%, bis zu 2 Super Decks machen pro Runde. Und die sind ja nicht garantiert, sondern nur eins ist garantiert. Und der ist auch nur garantiert, wenn du halt, wenn der Gegner viel HP hat und davor nicht krepiert oder sowas. Also es wird länger dauern als bei In Broly. Bei In Broly geht's noch. Ja, es gibt Schlimmeres, hier ist das Schlimmere quasi.
Ja, okay, dadurch, dass sie keine Transformation haben und Active Skill quasi so ein bisschen beschränkt ist, nenne ich es mal, jetzt ohne Gameplay überhaupt zu haben, aber aus Erfahrung, weiß nicht, bin ich schon irgendwie enttäuscht von dem, also dass sie keine Transformation haben. Passive Skill, Leute, schaut euch mal in aller Ruhe, nachdem ihr das auch auf euch eingewirkt habt, dass sie keine Transformation haben, schaut euch mal die Passive in aller Ruhe an und auch vor allem den Leader Skill. Das ist eine brutal, das ist brutal. Das ist wirklich insane. Das sind kranke Charaktere. Auch noch einfach Rainbow Orb-Trader und so fort. Heavy. Für sehr viele Teams werden sie sehr nützlich sein und sie sind in sehr vielen Kategorien. Und sie haben gute Link-Skills. Wirklich. Also so werden sie brutal sein. Also, was sie drauf haben, geil. Außer vom Active-Skill, von den Bedingungen. Wie sie designt wurden. Ich kann es verstehen, dass man was Neues macht, indem man quasi die Transformation in einem Active-Skill abhakt. Aber für eine GT Golden Week Celebration, die zeitgleich stattfindet, hätte ich mir schon Transformation gewünscht. Aber ich betone es, das hebt man sich wahrscheinlich auf. Definitiv. Vor allem jetzt nachdem GT Hero und GT Bosses hinzugefügt wurde, neue Kategorien. Hebt man sich sicherlich auf für die Zukunft. Aber gut, ja, Zukunft ist so eine Sache, ne? So, Extreme Strength Metal Rildo bekommt sein Dokkan Awakening. Halleluja, endlich. Und zwar. Oh, der Boy bekommt Fierce Battle hinzu. Sehr geil. Sehr geil. Also durch den Leader-Skill, das ist der Strength Rildo, by the way, den wir haben. Der bekommt eigentlich mal einen Dokkan Awakening. Strength Typus Key plus 3, 90% auf alles. Super Deck tut der Angriff erhöhen, kann sich stacken, tut greatly Verteidigung erhöhen für eine Runde, macht Supreme Damage und tut den Angriff des Gegners senken. Er hat immer auf die Verteidigung 120% Defense. Oder 120%. Auf den Angriff bekommt er 120%, wenn er eine Super Deck macht. Er gibt Key plus 2 und 40% Defense für die GT Bosses Kategorie. Und bekommt zusätzlich weitere Attack mit 60%. Und seine Angriffe machen sehr effektiven Schaden und haben eine High Chance, den Gegner zu stunnen für 2 Runden, wenn er gegen einen GT Hero Kategorie Gegner kämpft. Zudem heilt er sich um 5% am Ende der Runde, wenn er einen Angriff bekommen hat. Link Skill Big Bad Boss, Thirst for Conquest, Metamorphose, GT, Nightmare, Fear and Fate, Fierce Battle. Kategorie Artificial Lifeform Terrifying Conquest GT Bosses. Jetzt passt mal auf, der ist gestört, der Nebencharakter hier an der Stelle. Super Agile Trunks und Goten. Gibt durch den Leader Skill GT Hero Key 320%. Tun Angriff und Verteidigung erhöhen, kann sich senken, machen Supreme Damage. Passive Skill. Haben immer Key plus 3 Attack mit 150%. Bekommen zusätzlich weitere 40%, wenn sie eine Super Deck machen. Und sie machen eine Additional Attack mit einer Medium Chance, dass eine Super Deck ist. Jetzt haltet euch fest. Sie geben Key plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 40% für die Goku's Family Kategorie und Key plus 3 Attack mit 40% für die Vegeta Family Kategorie. Für zwei Kategorien Key plus 3 Attack mit 40% und sie selbst noch krank gut. Key 350% auf Attack und Defense, bekommen weitere Attack dazu, können durch den Super Deck machen, tun stacken. Was ist das für eine Karte, Mann? Was ist das für eine Karte? Links gibt es Sane Warrior Race, Sane Lineage, Solid Support, Code Judgment, Speedy, Retribution, GT, Fierce Battle, Katrui, GT, Hero, Hybrid Saints, Sibling Spawn, Joint Forces. Was ist das für eine Karte? Hä, warte, stopp, 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 stopp. Okay, oh mein Gott, okay, Jetzt sehe ich das, jetzt sehe ich das. Dadurch, dass es Trunks und Goten ist, sind sie halt weder in Goku-Fam noch Vegeta-Fam. Okay, das ist dann quasi die Nebenwirkung daran, dass die beiden Kategorien Kitra Attack und 40% geben. Ist logisch, so ist nicht, ist logisch. Trotzdem brutal, trotzdem brutal. Und jetzt der andere Nebencharakter, Super Tech Gohan und GT und Goten GT. Geben GT Rookie 320%, tun greatly Angriff und Verteidigung für eine Runde erhöhen, machen Supreme Damage, haben auf den oder bekommen auf den Angriff Attack und Defense 150%, wenn sie eine Super Deck machen, machen eine Additional Attack mit einer Medium Chance, dass eine Super Deck ist, geben Key plus 3 Attack mit 40% der GT Heroes Kategorie. Crazy, wenn du den in deinem GT Hero Team hast und auch noch den rein und raus sortierst und eine Rotation mit den beiden neuen Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta und dann noch die zwei LR4-Fahr-Rotationen zum Beispiel. Das Team ist krank gut. Oder halt noch Gogeta rein oder sowas. Pff. Aber halt, Gogeta bekommt halt nur dann diesen Support-Aspekt. Aber
Vegeta und Goku bekommen hat, von dem die LF4-Rotation oder auch die Vegeta Goku, Super Saiyan und Vegeta und Super Saiyan Goku bekommen auch den Support-Aspekt. Das ist krank, das ist ein krankes Setup. Links ist Saiyan Warrior Race, All in the Family, Saiyan Lineage, Soul Support, Code Judgment, GT, Fierce Battle, Katrui, GT, Rohibrid Saiyan, Goku Family, Siblings Bond und Joint Forces. So viel zu den Informationen, Details der Charaktere, Freunde. Lasst mich wissen, wie das Ganze empfindet. Ich muss auf jeden Fall auf mich einwirken lassen, definitiv, dass sie keine Transformation-Charaktere sind. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Warum? Ey, Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta. Warum nicht? Und trotzdem geile Charaktere, gute Pass und so fort. Bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht. Da bin ich echt Zeug, weil ich habe mich halt auch so gehypt, sage ich mal, dass ich krasse Transformationen bekomme mit Animationen. Aber ja, der X-Skill ist nice. Wird man halt selten sehen. Das ist die andere Sache. Trotzdem, ja, lasst mich wissen, wie ihr das Ganze empfindet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.